Jetzt kommen wir zurück zu Witcher 3, wo wir einmal mehr in der jüngeren Haut von Ciri stecken. Wo wir anscheinend Junior besuchen an einer weiteren Rückblende. Aber erstmal müssen wir uns hier einen Eingang finden. Da hoch, Spiegel. So. Dann. Ein Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Balkon. Also, okay. Dann hier rüber. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Ich bring dich um. Es setzt ihre Spezialkräfte ein, nimmt ihre Energie ab. Energie regeneriert sich allmählich. Ja, ja. Haben wir schon Spezialfähigkeiten? Warum nicht? Wo ist euer Schatz? Hier! Hier! Ich schlitz dich auf, du kleine Hure! Also, verlieren kannst du nicht, ne? Auge um Auge! Guck mal, diese Auge um Auge, Leute, hier. Sie kommen. Dodo, hör zu. Wir machen es so. Ah, schnapp die verdammte Hure! Tja, die Frage ist, warum sie den echten Huren so schnell versteckt? Ach, das haben wir schon. Ja. Holt euch das Luder! Ach du liebe Güte, hauen die Hotze. Okay, machen wir das nochmal. Wir haben eine spezielle Fähigkeit, mit der wir alle Gegner um uns herum einmal angreifen können. Wir müssen aber für ein paar Sekunden stehen bleiben. Blöd halt, wenn man dann in der Zeit angegriffen wird und sie gefühlte 3 Schläge überlebt. Los, auf ihn! Ihn! Na los, ah, what the... Was Luder. Zum Geier? Was ist hier wieder so ein klassischer Fall von, wieso kämpfen wir auf so mega engem Raum mit einer Figur, die mega viel Platz für Fähigkeiten braucht? Aber was ist dieser erste Schlag von dem Typen, Alter? Schlag ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Na los! Holt euch das Luder! Ja, so. Ich mach lieber das so. Die Angreifen durch die Tür teleportieren und dann in den Rücken fallen. Das scheint mir besser zu funktionieren als irgendwelche verrückten Tricks, die sie drauf hat. Na gut. Runter? Nein, hier geht's nicht runter.
jetzt mal runter. Ja. Links! Links! Jetzt! Ja. Nicht ganz. Fuck you! Klar, eine Ecke, wo ich nicht raus importieren kann und dann fallen die mir in den Rücken. Ich glaube, diese Siri-Sequenzen sind mit das Schwerste im Spiel bei Deathmatch, weil sie wirklich eine Glaskanone ist. Gut, sie kann Sachen sehr schnell kaputt machen, aber sie hält auch nichts aus und ihre Möglichkeiten darauf zu reagieren, wenn man mal Schaden kriegt, sind relativ gering. Das war's. Soll ich den auch nochmal machen? Los, na los! Holt euch das Ruder! Ja, ist klar. Wie schaffen sie beim Herumteleportieren in Bruchteilen von Sekunden anzugreifen? Das müssen die mir auch mal erklären, diese Typen. Nein, der da. Nehmen, bis die Lebensenergie voll ist. Zumindest regeneriert sie selber im Gegensatz zu Geralt. Das ist schon mal was. Aber Geralt hat dafür Tränk. Ups. Kannst du nicht blocken, Siri? Hat dir das Geralt damals nicht beigebracht in der Ausbildung? Wir haben das heute gab doch in der allerersten Folge eine Szene, wo Vesemir sie darauf hingewiesen hat hier. Da siehst du, wie Geralt das Schwert hält. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's! Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen! Ich darf mich doch verteidigen! Ich bitte dich, ich habe meine Strafe bekommen. Gnade, bitte. Das ist ein verdammtes Arschloch und so, aber ich will mir wirklich nicht meine Klinge mit seinem Blut schmutzig machen. Der Typ kriegt schon noch, was er verdient. Verdammt, also ich will einfach nur raus. Ich bin kein Henker. Ich danke dir, du hast was gut bei mir. Das ist meine Stadt und... Halt Maul. Weißt du was? Ich frag mich, was deine Freunde von den großen Vier sagen werden, wenn sie erfahren, dass du für Radovid arbeitest. Hey, warte! Was sagst du da? Warte! Ach, was hier?
kann jetzt nichts mehr daran ändern, dass er diese ganzen Frauen hier umgebracht hat. Von daher sehe ich jetzt nicht ein, warum wir da hier Henker, Richter und Jury gleichzeitig sein sollen. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herrin Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lokmuin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch. Bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard. Das klingt so leicht. Oh je, oh je, oh je. Philippa Eilhard ist hier. Na, großartig. Lang lebe Radovid. Und ich würde gerne das Schiff wieder verlassen. Deine Waffen. Dankeschön. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Okay. Meistgesuchte Frau Redaniens. Ja. Nicht ganz grundlos. So. Passt doch auf. Ja gut, dann können wir nicht viel abkürzen. Ja gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal noch Aramas Residenz an, das wir schon eine ganze Weile vorhatten. Dann werfen wir mal einen Blick darauf, ob wir noch eine andere Magierin finden. An 3 Pfund Stahl.
Komm schon. So. War auf dem Weg irgendwas, was wir mitnehmen könnten. Im Wald ist noch irgendwas. Schauen wir mal. Obwohl, vielleicht wäre es besser, wenn wir das von unten her aufzäumen, weil ich glaube, Philippa ist irgendwo hier weiter im Norden. Dann zäumen wir das Pferd mal von Süden nach. So. Hexer, gute Leute, sind wie Nekrophagen. Übel sehen sie aus und riechen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie weit ich Rado überhaupt trauen kann, dass er uns nicht selber irgendwann umbringt, aber er hat uns einen Gefallen getan und ich finde, wir sollten dem Gefallen auch erwidern, auch wenn wir persönlich nicht der größte Fan von ihm sind und sicherlich auch, egal was Philippa uns angetan hat, nicht, hey da, guter Mann. Kannst du mir helfen? Nicht viel davon haben, wenn wir sie einfach ihm ausliefern. Worum geht's denn? Ein Waldspuk hat neulich meine Stute geraubt und ich war so froh, dass der Krieg sie verschont hatte. Ein Waldspuk? Ja, schon meine Vorfahren wussten. Sie kommen nachts und spritzen Blut auf die Türschwelle, damit niemand aufwacht. Und dann stehlen sie. Hm. Würdest du meine Stute für mich suchen? Vielleicht mit dem Waldspuk reden. Vielleicht gibt er sie zurück. Verschwinden hier öfters Pferde? Nein, Herr. Hier sind ja kaum noch Pferde. Die Soldaten haben alle genommen, die nicht gestorben sind. Aber mein Nachbar hatte ein Ross und dann vor zwei Nächten... Hui... hat es der Spuk geholt. Früher wurde vielleicht mal eine Kuh nachts gemolken oder ein Huhn gemopst. Aber jetzt... Interessant. Klingt das nicht eher danach, dass irgendwelche Leute im Wald leben, vielleicht Deserteure oder sowas in der Richtung, und die einfach bloß Tiere entführen zum Essen und jetzt Pferd zum Reiten? Was gibst du mir denn, wenn ich dein Pferd finde? Ich geb dir ein Fünftel Schnaps. Wie klingt das? Das klinge gut, wenn es 5 Humpen wären und dann der Gegenwert in Kronen. Tja, na schön. Wie du willst. Bring sie nur zurück. Sie ist grau, weißt du? Nicht sehr groß. Auch ein Spuk hinterlässt meistens Spuren. Ich werde mich mal umsehen. Oh! Blutstropfen. Ich hatte ja Zweifel. Ist hier irgendwas? Noch eine Spur. Geht's hier in den Wald rein? Was mit der Spur? Spur? Gehen wir noch eine Spur, bevor wir ins Wasser gekommen sind. Und dann? Erinnert sich an noch Wölfen. Hier geht's weiter. Hey Jungs, der große böse Wolf ist hier, um mit euch zu spielen. Richten die nicht mehr an.
Sieht man noch ein paar mehr Pferden hier aus. Komm nicht näher. Hier gibt's nichts für dich. Wart gern. So viele Pferde braucht ihr? Wollt ihr mit der leichten Brigade Radowitz Lager angreifen? Wir brauchen sie, um die Verwundeten zu transportieren. Die Bauern hier haben euch sicher ein stolzes Sümmchen für sie abgeknüpft. Wenn wir uns leisten könnten, Pferde zu kaufen, würden wir nicht hungern. Ja, aber die Bauern hungern auch. Also, ne? Ist nicht so, dass die Bauern hier groß im Wohlstand leben und die Pferde auf den Bäumen wachsen, ne? Also. Eins der Pferde muss ich seinem Eigentümer zurückbringen. Du klingst selbstsicher, aber warum? Willst du etwa die Überreste unserer Einheit töten? Um einer Mähre willen? Wie wär's, wenn ich euch dafür bezahle? Nein, ich bezahle euch für das Pferd. Die anderen kümmern mich nicht. Dieses Pferd. Warum ist es dir so wichtig? Ich versuche nur, mein Wort zu halten. Ich habe eine Abmachung mit dem Besitzer. Das ist alles. Wenn das so ist, nimm es. Aber ich will dich hier nicht wieder sehen. Gut. Dafür stirbst du. Wofür sterbe ich? So, das graue Pferd hat er ja gesagt. Ich hab dich im Auge. Deine. Ich gehe ja schon. Krieg verändert. Waffe, ja. Waffe. Komm schon. So. Aber welche Stute ist es? Vielleicht ist das egal. Du bist ja wirklich schnell gewesen. Mein Kopf so schwer wie ein Stein. Mein Bauch so leer wie mein Kessel. Und, Herr? Ist das nicht dein Pferd? Ist das deine Stute? Ja, ich würde sie immer erkennen. Na los, Springerin. Nun erklär mir das mal. Wo bist du eigentlich hingegangen? Und hier das deine, Herr. Wie verabredet. Danke. Mach's gut. Kriegen 20 Kronen wieder. Das ist wunderbar. Also finanziell hat sich das für uns nicht gelohnt, aber immerhin konnten wir Blutvergießen vermeiden. Das ist ja auch was wert, oder? Huch. Wie ein Mann! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Er zaubert! Der Bastard zaubert! Oh, Fernkampf ist wieder dabei. Wir ziehen dir die Haut an! Schema, naja. Und überlegene Kartätsche, naja. So, da drüben hatten wir noch was. Ja, ja, ich habe euch gehört, Wölfe. Ich weiß, dass ihr hier seid. Personen in Not. Naja. Gut, was wir heute noch gar nicht getrunken haben, ist... Ne, nicht das.
Dies brauchen wir aktuell auch noch nicht. Fragezeichen. Aber Gorgo nehme ich. So. Irgendwelche letzten Worte. Ich habe eine halbe Sekunde geschlafen und dann ist da wieder ein Scheißwerk dabei. Man sagt, einen Elfen im Wald kann keiner fangen. Oh doch, man kann. Man muss es nur richtig anstellen. Haben den lebenden Beweis in unserem Lager. Ein Bogenschützen der Skulltel. Ich hatte gedacht, dass wir dieses Ungeziefer im letzten Nilfgaard-Krieg ausgelöscht haben, aber scheinbar haben wir ein paar übersehen. Ich würde das langweilig lieber gleich aufknüpfen. Das heißt, vielleicht werde ich ihn ein paar Tage foltern und aber nachher das verdient, aufgeknüpft zu werden. Akula meint, solange wir ihn lebend in unserem Lager haben, greifen uns die anderen Langohr nicht an, weil sie fürchten, dass wir ihn töten, bevor sie uns dann hindern können. Ich habe seinen Rat gehört und es bisher nicht bereut. Früher kamen auch alle zwei Schritte ein Pfeil geflogen, jetzt ist es aber totenstill. Der Elf hält sich ruhig, isst nicht viel und wenn wir ein bisschen Wodka einflößen, singt er sogar in seiner Sprache. Klingt ganz nett. Blöde Däune, Esbre, Evelyn. Oder so ähnlich. Eine bestimmt von Blumen und Sonnenschein. Die stehen auf diesen Scheiß. Nee, blöde Däune ist bescheuerte Menschen. Aber es ist wie mit dem Französischen, ne? Wenn man nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Vatgarn. Komm ins Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Na gut, dann geh los. Oder auch nicht. Wolltest du losgehen oder nicht? Ich weiß, die Tür ist irgendwie nicht so richtig aufgegangen. Weil wir irgendwie im Weg stehen. Jetzt. Naja. Ach, du willst jetzt da elegant hingehen. Das kann ja was werden. Er hat gesagt, er wollte uns irgendwas geben. Ich weiß nicht, was er uns gibt. Ich weiß nicht, was er da auf dem Rücken hat. Sind das Wurfspeere? Nee, nicht, oder? Nicht sicher. Dann können wir auch schneller gehen, vielleicht? Nein? Schade. Dann gehen wir langsam. Wir waren schon mal bei dem Lager. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir den vorher befreit hätten, vielleicht noch irgendwie einen anderen Lösungsweg bekommen hätten, außer irgendwie Geld. Hm. Naja. Ist auch egal. Die 100 Kronen machen mich jetzt nicht arm. Sind wir bald da? Muss aber das Lager da drüben sein, hoffe ich mal. Ist das überhaupt das gleiche, wo wir mit den Pferden waren? Nee. Ich glaube gar nicht. Die haben gar keine Pferdekuppel. Ach, es gibt noch ein Lager von denen hier, okay. Interessant. Du hast das von der Belohnung gefaselt, mein Freund. Okay. Zeig mir mal dein Angebot. So, was hast du denn, Hübsches?
Ist aktuell leicht besser als das, was wir haben. Aber will ich 2900 Kronen dafür ausgeben, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube nicht. Zählt er jetzt als Waffenhändler? Ich meine, ich könnte ein bisschen was von meinen Billigsachen zumindest mal ihm verkaufen. Finde ja bestimmt beim Magerversteck auch noch nette Sachen. So. Ja gut, vielen Dank. War Fail. Ich an deiner Stelle würde unsere Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Die Donner haben Serben gefangen genommen. Sie hatten ihn an der Leine wie einen Hund. Zwei Banditen bewachen ihn ständig und kann ihn nicht angreifen, denn sie könnten ihm wehtun. Und ich habe nicht die Absicht, mit den Dolnen zu verhandeln. Was Serben ist ein kluger Kampf. Die Dolne zwingen ihn Akku zu trinken, damit er singt. Dann beleidigt er sie oder ruft uns in der Elternrede. Seine Stimme hört man im ganzen Sumpf. Wir verstehen also jedes Wort. Wir kennen die Abläufe bei den Menschen. Wir wissen, wann sie ihren Wachwechsel haben, welche Waffen sie tragen. Ich habe mir alles gemerkt. Wenn ich genug weiß, schlage ich zu, schnell, wenn sie es nicht erwarten und wo es am meisten wehtut. Tja, sieht so aus, Leute, als ob ihr das, euch das ersparen könnt, weil euer lieber Hexer das gemacht hat. Naja. So. Komm schon, Plätze. Dann reiten wir wieder den Weg zurück. Ja gut, das ist die Zeit leider schon weit fortgeschritten. Tut mir leid, ich versuche da hinzugehen, aber ne, wir sollten auf dem Weg so ein paar andere Sachen nicht komplett ignorieren. Gut, reiten wir nochmal eben zur Residenz. Ich glaube, wir werden diese Folge nicht mehr betreten. Sondern werden das dann nächste Folge tun. Oh, ist eine sehr hübsche Residenz. Heya! Ich meine, es war bestimmt mal eine sehr hübsche Residenz, aber aktuell nicht mehr so ganz. Nun gut, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal hier genauer umsehen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Spannendes. Ich sag nur ein Wort dazu, Käse, aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.